Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video. Willkommen auf dem besten Kanal auf YouTube, Freunde. Habt ihr schon einen Daumen nach oben da gelassen? Wenn nicht, dann macht das bitte sofort. Dankeschön. Leute, wir schauen uns heute Spieglein an, eine weitere Vollversion von den Märchen in Asozial Songs. Ich habe euch wie immer oben im i unter der Beschreibung eine Playlist verlinkt, wo ihr euch alle meine Reactions auf die ganzen Vollversion-Songs von Ju anhören und ansehen könnt, beziehungsweise ja ansehen könnt, macht mehr Sinn. Schaut da gerne vorbei, falls ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendeinen verpasst habt. Wir schauen uns zu allen, beziehungsweise haben uns jetzt zu fast allen, außer diesem und noch einen anderen, die Songs angehört. Also falls ihr irgendwas verpasst habt, checkt die Playlist ab, die ist sehr aktuell und wird auch immer aktualisiert. Also macht das gerne, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, hören wir jetzt hier rein bei Spieglein, Spieglein. Link zum Spotify-Track ist in der Beschreibung. Let's go, Leute. Spieglein, Spieglein an der Wand. Was ist der Beat? Wer ist die Schönste hier im Märchenland? Weiß ich nicht. Okay. Müsste ich nachgucken. Wie lange soll ich noch warten, Mann? Was glaubst du? Ich liebe den Beat. Ich liebe den Beat einfach. Der ist so simpel. Der ist richtig simpel. Richtig, richtig simpel. Aber effektiv. Wen du hier verarschen kannst. Alles klar, die hübscheste Seite. Auf jeden Fall ihr. Noch Schneewittchen hier, denn die ist faktisch tausendmal schöner und besser frisiert. True. Bitte was? Nein, nein, nein. Ich sollte die hübscheste im Märchenland sein. Oh, ich find's auch so schön, dass Kelly mit dabei ist. Das wertet das Ganze nochmal so auf irgendwie. Das ist einfach schön. Freut mich wirklich, dass Kelly und Jude zusammen so viel machen, Alter. Ist echt schön. Hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Irgendwie ist dein Gesicht verdammt schief gebaut. Ja, wie sieht das denn aus? So viel Shisha geraucht. Hast das Kind bestimmt viel Liebe gebraucht? Laber mich nicht. Ey, die Arme, Mann. Der war schon hart, Alter. Der war schon, der ging ins Herz, Alter. Toll, sonst häng ich dich von der Wand ab und stell dich in das Scheißhaus für die ganze Mannschaft. Chill, so hab ich das nicht gemeint. Ich will alles von ihr wissen, bis ins kleinste Detail. Auf jedem Foto hat sie siebenmal so viele Likes, wohnt hinter den sieben Bergen und macht das mieseste Eis. Braucht kein Autotune, hat auch ohne Style am Mic. Aber kann dir sagen, wo sie wohnt, dann fährst du zu ihr heim. Also ich muss ja wirklich nochmal sagen, das ist zwar alles recht simpel und nicht so anspruchsvoll, was die hier machen in der Rap-Richtung. Aber die Reime sind schon ganz gut und Ju hat sich einfach von der Aussprache, vom Flow und einfach auch vom, ja, vom, was heißt vom Taktgefühl, einfach von der Sicherheit her krass gesteigert. Das freut mich so. Das freut mich so einfach. Das ist einfach schön. Er hat sich voll gesteigert und ich glaube, er hat voll Spaß an diesen Spotify-Songs. Er hat voll Spaß daran, das zu machen. Das freut mich voll für ihn. Okay, wird Zeit, dass ich jetzt Moves mach. Dem kleinen Luder statt ich einen Besuch ab. Und verdreht diese sieben kleinen Loser. Dann bin ich wieder die Eins, das wird echt super. Ha, 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 du wirst eh nicht erfahren, wer ich bin. Dein kleiner quasi mega getan. Ha, 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 hab die Snacks hier am Start. Der Beat ist so krass. Die bringen dich sicher ins Grab. Ha, 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 du wirst eh nicht erfahren, wer ich bin. Dein kleiner quasi mega getan. Ey, der Beat ist wirklich schön, man. Da möchte ich einfach so zu schlendern einfach. Den Beat auf den Ohren haben und schlendern, Alter. Boah. Ha, ha, ha. Hab die Snacks hier am Start, lecker, lecker. Die bringen dich sicher ins Grab. Schöne Frau, kann ich rein? Nein! Ich hab dir diesen Apfel mitgebracht, weil du so lieb bist. Super nett dabei, ich hab noch Rhythmitis. Diese krumme Frucht. Oh ja, stimmt. Oh, ich kann mich noch jetzt dran erinnern, Mann. Die Szene war auch so gut. Die war so gut. Da kommt sie nämlich wieder, Freunde, ein kleiner Funfact. Ich muss übrigens noch eine Empfehlung raushauen. Empfehlung für diesen Tag. Ich werde mir noch eine Empfehlung überlegen, kommt gleich noch, Leute, ja. Aber viele von euch wissen ja, ich habe Zöliakie, also bin glutenintolerant. Und in diesem Song wurde meine... Es ist keine Allergie, es ist ein Genfehler. Ich habe einen Genfehler, Leute, offiziellen Genfehler. Für die, die das nicht wissen, glutenintolerant bzw. Zöliakie. Zöliakie an sich ist ein Genfehler, den ich habe, aber Glutenintoleranz an sich ist, dass man allergisch gegen Gluten ist. Gluten ist ein Eiweißkleber, enthalten in sehr vielen Getreideprodukten, beziehungsweise in Getreide an sich. Ich bin basically allergisch gegen Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und noch ein, zwei anderen Stuff. Hier im gelben Gewand. Sorry, nein, Fructoseintolerant. Aber Brot ist doch wirklich kein Problem. Geht nicht, weil Gluten. Ehre dafür. Ich geb dir eine große. Bruder, trink doch Sojamilch wegen dieser Laktose. Erdnüsse jetzt oder nie. Nie wegen Nussallergie. Lecker Currywurst oder Bolognese mit Parmesan. Spinnst du, Digi, ich bin doch vegan. Lecker Sonnenblumenkerne, frisch nicht aus der Dose. Sorry, Polymorphe, Lichtdermatose. Das war wirklich eine coole Szene, Mann. Die fand ich wirklich schön. Die fand ich wirklich schön. Will und ich geh gleich einen Kaffee holen. Auf gar keinen Fall, ich hab Reizdarmsyndrom. Börek. Oh, das würde ich nehmen. Börek habe ich mich auch in meinem Video drüber aufgeregt. Börek darf er nicht essen, weil im Börek ist Gluten drin. Im Börek ist so viel Gluten drin. Ich habe noch nie in meinem Leben... Was ist da denn los, Alter? Ich habe noch nie in meinem Leben Börek gegessen, Leute.
Noch nie in meinem Leben Burger gegessen. Noch nie in meinem Leben Döner gegessen. Noch nie in meinem Leben Döner gegessen. Noch nie. Noch nie in meinem Leben Kinderpinguin gegessen. Trauriger Flo ist traurig, Alter. Trauriger Flo ist traurig wieder. Ich weine wieder, Alter. Aber andererseits, wenn ich mir vorstellen würde, ich dürfte Döner essen oder könnte einfach so eine Pizza bestellen, ich wäre so fett. Ich wäre so fett. Ich wäre richtig fett, sorry. Ha, ha, ha. Du wirst eh nicht erfahren, wer ich bin. Dein Kleiderkreuzer mega getan. Ha, ha, ha. Hab die Snacks hier am Start, lecker, lecker. Die bringen dich sicher ins Grab. Ha, ha, ha. Du wirst eh nicht erfahren, wer ich bin. Freunde, Empfehlung ist, ich habe überlegt, Empfehlung für heute, Schokofresh, Kinder Schokofresh. Ich darf ja kein Kinder Maxi kennen, kein Kinder Pinguin und alles andere. Deswegen, das Einzige, was ich aus dem Tiefkühlregal von Kinder darf, ist Kinder Schokofresh und die sind echt gut. Darf man nicht zu oft essen, einmal im Monat hole ich mir die ungefähr, kann ich sehr empfehlen. Ab und zu nochmal ein Essen, aber an welchem Kühlschrank? Die wurden gerade neu designt, haben neue Rezeptur, schmecken echt gut. Kinder Schokofresh kann ich empfehlen, Sehr empfehlenswert, Freunde. Empfehlung des Tages, Kinder Schokofresh. Kauft euch das. Dein Kleiderkreuzer mega getan. Ha, ha, ha. Hab die Snacks hier am Start, lecker, lecker. Die bringen dich sicher ins Grab. Och, der Beat, ja. Am Ende immer der Beat alleine. Och, die Flöten auch wieder. Ich hab's jetzt erst gehört. Oh, das Ende, Leute. Das Ende vom Beat, das Ende vom Lied. Krass, Mann. Wirklich schöner Song. Der Beat war sehr schön, Alter. Zu dem möchte ich schlendern. Ich möchte zu dem Beat ein bisschen schlendern, Leute. Geht's euch ähnlich? Mir geht's auf jeden Fall so, Alter. Boah. Freunde, holt euch Schokofresh. Das ist die Message aus der Folge hier. Link in der Beschreibung zum Spotify-Track an sich. Ansonsten natürlich auch zu der Playlist, wo ihr alle meine Song-Reactions euch ansehen könnt. Würde mich sehr freuen. Die wird auch immer geupdatet. Also, wenn ihr jetzt reinschaut, sind vielleicht schon neue Songs drin. Man weiß es nicht, Leute, ja? Schaut gerne vorbei. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen, wie immer. Danke für euren Support. Schreibt mir gerne irgendwas Wunderbares in die Kommentare. Ich lese mir wie immer alles durch. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.